Morgen, meine Lieben. So, es ist wieder Zeit für ein neues Food Diary und diesmal in der Intuitiv-Essen-Edition. Ich hatte euch ja ein Video zu dem Thema hochgeladen und weil das so, so viele von euch interessiert, habe ich mir gedacht, das ist auf jeden Fall eine ganze Reihe wert. Und ja, ich werde euch einfach in dem Food Diary ein bisschen was zum Thema Intuitiv-Essen erzählen. Immer wieder mal zwischendurch und I'm sorry, ich muss gleich meine Küche putzen. Ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet und muss jetzt gleich dann meinen Haushalt machen. Ich freue mich. Nicht. Ich war jetzt gerade bei Sport und jetzt mache ich mir mal wieder so einen grünen Smoothie. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Irgendwie im Winter gelüstet es mich da nicht so danach. Aber ich habe hier diese zwei Bananen. Ja, ich würde sagen, die sind reif. Und sorry, mein Gesicht ist jetzt gerade mal weg. Aber ich muss mal gerade hier abtauchen. Jetzt mache ich mir da einfach so einen Shake, habe ich mir gedacht. Weil die müssen jetzt echt mal weg. Und da ist drin Spinat. Ihr seht, eine Riesenportion frischer Spinat und dann haue ich jetzt einfach diese zwei Bananen da noch mit rein. Ich war noch nicht einkaufen, ich habe auch sonst nichts mehr daheim. Das ist jetzt auch ein Grund dafür, dass ich das erstmal frühstücke hier nach dem Sport. Oh ja, doch, die ist sehr reif. Aber sie schmecken halt besonders gut einfach, ne? Dann haue ich hier noch so Datteln mit rein. Ich glaube, die Banane ist süß genug. Drei Stück. Dann natürlich Zimt. Wie immer. Und ich nehme ein bisschen Arganöl. Hallo, da ist mein Gesicht. Öl, warum? Einfach für die Vitamine. Wisst ihr, wie man sich das gut merken kann, welche Vitamine fettlöslich sind und welche wasserlöslich sind? Fettlöslich, kleine Eselsbrücke, Edeka. Ups. E-D-K-A. Fettlösliche Vitamine. So, ganz einfache Eselsbrücke, falls euch das interessiert. Ja, jetzt gebe ich noch ein bisschen Wasser mit dazu. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Jetzt geht's ab in den Vitamix. Naja, das ist ja ganz schön viel geworden. Ups, aber es ist ja auch mein einziges Frühstück jetzt erstmal. Soll ja auch reichen. Dann damit. Boah, passt das jetzt nicht mehr in das Glas rein. Scheiße. Dann trinke ich das so halt noch extra. Okay. Huhu, ich bin sehr hungrig und habe mir gerade ein richtig geiles Mittagessen gemacht. Ich habe so fleißig hier meine ganze Arbeit erledigt, meine Abrechnungen gemacht, die Küche sauber gemacht und jetzt hatte ich so Hunger. Und es gibt Pommes. So können übrigens gesunde Pommes aussehen. Ich habe die einfach so in Ecken geschnitten und habe die in den Backofen gegeben bei 200 Grad. Keine Ahnung, Viertelstunde oder so. So, bis sie einfach knusprig sind. Ohne Öl, ohne alles, einfach ein bisschen Salz und ein bisschen Paprikagewürz. Und unten drunter ist Salat, geraspelte Karotten, Paprika und ja, ein bisschen Sriracha Mayo. Und die ist tatsächlich auch vegan, für alle, die das interessiert. Das hattet ihr mir geschrieben, ich wusste das gar nicht. Sehr, sehr lecker. Und obendrauf Guacamole, einfach nur Avocado-Matsch mit Zitronensaft und Salz. Sonst nichts. Und Lauchzwiebeln. Ja, und das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr irgendwie auf was Bock habt, ich hatte jetzt einfach Bock auf Pommes, dann ergänzt das doch einfach mit ein bisschen Gemüse und ein bisschen Grünzeug. Und ja, anstatt irgendwie so eine Grillsoße, vielleicht einfach ein bisschen Guacamole nehmen. Und was ich euch letztes Mal schon gesagt habe, was echt ein Megatrick ist, ist einfach verschiedene Konsistenzen zu mixen. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das angenehmer zu essen und es ist interessanter zu essen. Und ja, also wenn ihr nicht so auf Salate steht, dann ist es wirklich ein super guter Tipp. Einfach hier mit den Crunchy Pommes obendrauf. Ich esse das so alles zusammen wie so eine Bowl. Ich liebe das. Es ist im Prinzip sowas, ja, keine Ahnung, wie Nachos mit Käse. Das ist doch auch sowas, ne? Das ist einfach der schlotzige Käse und die Nachos, Bohnen und was man da noch so drauf packt. Sowas ist es im Prinzip innen gesund. Und wenn man denkt, alle Gerichte, die man gerne mag, haben verschiedene Konsistenzen. Das ist einfach das, was wir irgendwie geil finden, was wir irgendwie mögen. Also bei mir auf jeden Fall ist es so. Und deshalb mache ich mir immer einen fetten Salat und noch irgendein leckeres, interessantes Topping oben drauf. Und ja, super gesundes, schnelles, einfaches Mittagessen. Und da freue ich mich jetzt drauf. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Salatdressing habe ich auch keins drauf. Da nehme ich die Guacamole und einfach ein bisschen Zitronensaft und Salz. Und das nehme ich als mein Dressing. Genau, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ein kleiner Foodhaul. Ich war gerade einkaufen und das ist mein Wochenendeinkauf. Mein Freund, der war gestern oder vorgestern schon einkaufen. Deshalb ist es nicht besonders viel. Waren nur so ein paar Kleinigkeiten, die ich gebraucht habe. Ich habe hier von DM diese Sojamilch mitgenommen. Dann auch von DM Buchweizen-Vollkornmehl. Dann
Dosentomaten, so Pizzatomaten ohne alles. Mozzarella, Lauchzwiebeln, eine Aubergine, Paprika, Saftorangen, Avocado, wie immer, dann Salat und Zitronen. Hier noch Salatherzen, Tomatenmark, eine Hefe. Ich mache nämlich heute Pizza, da freue ich mich schon voll drauf. Ja, noch eine Avocado, Brot und das war's auch schon. Das ist unser kleiner Wochenendeinkauf. Ich habe ja morgen auch Schule. Da zeige ich euch dann auch, was ich mir da zu essen mitnehme. Ja, und jetzt werde ich das alles mal wegpacken. Und jetzt muss ich mir, glaube ich, noch mal einen Kaffee machen. Bin so müde. So, ich trinke jetzt noch einen Kaffee und esse ein paar Cashewnüsse und ein paar Cranberries. Ja, und ein kleiner Tipp, halt einfach auch, wenn ihr Süßigkeiten oder so esst, nehmt euch einfach was raus, nehmt euch eine Portion raus und sagt jetzt, okay, gut, das ist jetzt die Portion, die wir jetzt essen und die essen wir auch schön gemütlich und nicht nebenbei und dann kommt man nicht dahin, dass man so eine ganze Packung von irgendwas auf isst. Das finde ich jetzt eigentlich auch immer ein ganz guter Trick. Ja, das gibt es jetzt noch bei mir. Und da ist die leckere Pizza. Ja, es ist eine Pizza. Ich habe jetzt nämlich gerade oben drauf, ich hoffe, man kann es sehen, ich mache noch ein bisschen weg, frischen Spinat gegeben, weil, ja, Spinat, ne, am besten roh und nicht mit kochen, sonst verliert der seine ganzen leckeren Vitamine. Den habe ich jetzt oben drauf gegeben und das ist die Seite von meinem Freund, da sieht das. Und das ist meine Seite, da ist jetzt drauf der Mozzarella. Dann einfach nur Tomate, Paprika, ein bisschen Lauchzwiebeln und eben oben drauf der frische Spinat. Und der Teig ist eben mit Buchweizenmehl. Buchweizen ist von Natur aus glutenfrei, also kein Gluten rausgezogen, also nicht verarbeitet, sondern das ist so, wie es ist. Genau, daraus habe ich hier den Teig selber gemacht. Das Pizzateig-Rezept, das habe ich euch, glaube ich, schon öfter mal verlinkt. Falls ihr neu seid, ich verlinke es nochmal hier in dem Video. Das ist so ein super easy Rezept und es geht echt mega schnell und einfach und schmeckt so viel geiler als eine gekaufte Pizza. Ja, und so, finde ich, ist es doch eigentlich eine ganz leckere, gesunde Variante von einer Pizza. Würde man nicht denken, oder? Dass man eine Pizza auch irgendwie mit so leckeren, gesunden Sachen machen kann. Das wäre mein nächster Tipp, einfach, ja, um mehr Obst, Gemüse und sowas zu integrieren. Einfach eure Lieblingssachen ein bisschen gesünder abwandeln, wie ich gesagt habe, heute Mittag mit dem Pommes. Einfach jetzt die Pizza und obendrauf ein bisschen Spinat geben. Wenn ihr nicht so die Salatfreunde seid, könnt ihr euch da super euer Grünzeug irgendwie unterschmuggeln. Stelle ich nochmal gerade dahin. Ich schaue übrigens gerade King of Queens auf Amazon Prime. Das ist meine absolute Lieblingsserie oder eine meiner Lieblingsserien. Was ist das? Sieht aus, als hätte ich so einen Buckel. Weil wahrscheinlich wieder jemand fragt, warum glutenfrei und warum Buchweizen. Ich habe keine Glutenunverträglichkeit und ich verzichte auch nicht auf Gluten und auf Weizenmehl und diese ganzen Sachen. Der Grund, warum ich das nehme, ist, ich versuche einfach nicht so viel davon zu essen, so wie ich es mit den meisten Sachen mache. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist leider tatsächlich so, dass heutzutage in das Getreide schon so viel Gluten mit reingezüchtet wird. Ich habe mal gehört, 30% mehr. Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall hat es mehr Gluten, als die Pflanze eigentlich hat. Also in dem Sinne ist ja das, was die Natur hervorbringt, nichts Schlechtes. Gluten ist ja immer schon im Getreide drin gewesen. Aber es ist wie mit allem so. Es ist eben auch so wie mit unserem Industriezucker und so. Dadurch, dass die Lebensmittelindustrie uns so viel davon oder mehr in das Essen reinzüchtet, essen wir einfach wahnsinnig viel davon. Und teilweise auch viel zu viel davon. Und daher kommt das eben, dass so wahnsinnig viele Leute heutzutage diese Unverträglichkeiten haben. Das muss nicht so sein, dass ihr zu viel von irgendwas gegessen habt. Das ist ja also ein gesamtes gesellschaftliches Ding. Das ist einfach so, ne, weil die das halt immer mehr damit reinzüchten. Deshalb haben halt viele Leute eine Unverträglichkeit. Ich habe keine. Ich kann Weizen und Gluten und alles essen. Mache ich auch. Also ich esse auch gerne mal eine Breze und diese ganzen Sachen. Aber wenn ich selber zu Hause koche und es irgendwie vermeiden kann, dann versuche ich halt Alternativen da zu finden. Da gibt es ja total viel. Und ja, damit ich eben einfach das dann sonst auch mal essen kann und keine Unverträglichkeit bekomme. Ist natürlich keine Garantie dafür, ich weiß, aber ja, das ist einfach der Grund. Ich versuche wie von allem einfach nicht zu viel davon. Ich meine, ich esse ja auch Zucker, aber versuche das halt in Maßen zu halten und ja, so meist mit dem Gluten halt eben auch. Genau, das ist der Grund, warum ich Buchweizenmehl für die Pizza genommen habe. So, da seht ihr Portion Nummer 1. Ich habe ja noch ein zweites Stück, also für jeden gibt es quasi die Hälfte von dem Blech und der Teig ist so, so knusprig und so, so geil geworden, also es funktioniert auch mit Dinkelmehl und ach, ich habe da schon die unterschiedlichsten Mehlsorten dafür verwendet. Könnt ihr einfach hernehmen, was ihr besonders gerne mögt. Ja, und ich finde, das sieht doch eigentlich ziemlich lecker aus. Da werde ich jetzt
mir das erstmal schmecken lassen. Und das habe ich euch ja neulich gesagt, ne? Das ist der große Tipp beim intuitiven Essen. Erstmal eine Portion rausnehmen, einen kleineren Teller nehmen und dann einfach so oft nachholen, bis man satt ist. Dann hat man einfach das Gefühl, man durfte irgendwie mehr Portionen essen. Ich finde das irgendwie ganz cool. Bei mir funktioniert das super, deshalb teile ich das auf mehrere Portionen auf. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Lecker! Guten Morgen, ihr Lieben. Seht ihr es, wie schön die Sonne scheint? Voll cool. Ich muss jetzt in die Schule gleich und habe jetzt ein schnelles Frühstück gemacht und, das ist hell, hallo, und ein noch fauleres Mittagessen, weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hatte, gestern Abend mir noch was zu machen. Ich zeig's euch mal schnell. Ich habe hier mein Avocado-Brot, die andere Hälfte habe ich schon gegessen, mein Kaffee steht drüben auf dem Tisch. Könnt ihr euch auch vorstellen, wie der aussieht. Sorry, ich bin ein bisschen in Eile heute Morgen. Und zum Mittag habe ich mir Overnight Oats gemacht. Tut mir leid, die sehen monsterlecker aus. Nicht. So ist es immer mit den Oats. Das sind diese orientalischen Oats aus dem Video, was ich neulich mal gemacht habe. Ich verlinke euch das mal. Da seht ihr das Rezept, genau. Und da ist Pistaziencreme, die ist immer noch haltbar, Leute. Also die hält sich echt mega, mega lang, diese Pistaziencreme von Coro. Und Cranberries sind noch drin. Ja, jetzt esse ich noch mein zweites Brot auf und dann muss ich auch los. Hello, ich wollte euch kurz zeigen, was mir meine Freundin in der Schule heute mitgebracht hat. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so gut sehen kann. Da sieht man es so ein bisschen. Und zwar ist das ein Wasserkefirpilz. Ich kenne mich damit auch noch nicht so gut aus, aber sie hat das angesetzt und das ist quasi sowas wie ein Kombucha, glaube ich. Kennt man eher diesen Kombucha-Pilz und sowas. Ist das auch ein Wasserkefirpilz. Das sind hier diese kleinen Dinger da unten drin. Und das setzt man an mit Wasser und Zitrone und Ingwer und eigentlich kommt noch eine getrocknete Feige rein. Habe ich jetzt leider keine da, da wird sie mir morgen noch eine mitbringen. Und dann, ja, ist das wie so eine Art selbstgemachte Limonade, weil das dann auch so ein bisschen Kohlensäure bildet und schmeckt dann so leicht so fermentiert wie Kombucha eben auch. Also vielleicht kennt ihr das ja. Ich kenne das noch von meiner Oma früher, die hatte immer diesen Kombucha-Pilz. Aber Wasserkefir kenne ich jetzt noch nicht. Ich bin mega gespannt, das ist super gesund für die Darmflora auch sein. Hat sie mir gesagt, also der muss jetzt erstmal 3 Tage, der kommt so ein Löffel Zucker rein, weil dieser Pilz, der isst quasi den Zucker dann auf. Und dann muss man 3 Tage warten und dann kann man das trinken. Und ja, ich werde euch dann berichten, wie es schmeckt. Jetzt geht der erstmal in den Kühlschrank und dann, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, das Abendessen ist fertig. Und zwar habe ich heute eine Variation gemacht von dem Kichererbsen-Curry. Wie in jedem Foodiary, aber jedes Mal ein bisschen anders. Das Rezept wie immer bei Instagram. Und ich habe diesmal dieses, dieses Masala-Gewürz benutzt. Ja, das gibt es im türkischen Supermarkt. Das habe ich genommen und ihr seht ja Spinat, Paprika und Karotte und Basmati-Reis. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da ist noch ein Lachsfilet unten drunter. Ich habe noch einen Lachs mit dazu gemacht. Und das war ein Tipp von einer lieben Zuschauerin. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich weiß es immer nicht. Tu Akau. Du hast mir mal geschrieben, dass du selber nicht so genau weißt, was der Name bedeutet. Deshalb hoffentlich verzeihst du mir, wenn ich es falsch ausspreche. Aber die hat gesagt, die macht nämlich immer hier diese Erdnüsse da oben drauf auf das Curry. Und das ist der beste Tipp aller Zeiten. Also vielen, vielen Dank dafür. Richtig, richtig geil. Ja, das gibt es jetzt hier bei uns. Und dazu gibt es einen leckeren Salat mit Kürbiskernöl und Zitronensaft. Genau. Da sind auch irgendwo hier unten noch so, seht ihr das, Tomaten und Lauchzwiebeln und so ein Kram drin. Genau, das gibt es jetzt. Sieht das nicht mal richtig geil und lecker aus? Oh ja. Guten Morgen. Es gibt wieder Abo-Brot mit Zitronensaft und grobem Meersalz. Kaffee habe ich schon getrunken, der steht da drüben. Und hier habe ich mir mein Mittagessen fertig gemacht. Das ist einfach der Rest, der gestern Abend von dem Curry übrig geblieben ist. Voll praktisch, da ist jetzt genau noch eine Portion übrig. Das werde ich mir noch mitnehmen zum Mittagessen. Ich habe jetzt heute wieder Schule, habe ich euch ja schon erzählt. Genau, und da nehme ich mir das dann mit. Und dann sehen wir uns heute Abend zum Abendessen wieder. Hallo, ich bin jetzt gerade aus der Schule wieder zurückgekommen. Und ja, was ich mitgenommen habe, das habe ich auch alles aufgegessen. Und jetzt haben wir uns gerade spontan überlegt, dass wir noch ein bisschen rausgehen, weil es ist das erste Mal heute seit Ewigkeit so schönes Wetter. Und mein Freund hat mir gerade ein Chupa Chups gegeben. Es fokussiert nicht. Ihr kennt es alle. Ein Lolli. Ist keine Produktplatzierung von Chupa Chups. Soll ich es nochmal sagen? Chupa Chups macht gute Lollis. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal als Kind gegessen. Und irgendwie nach der Schule habe ich immer so voll Bock auf was Süßes. Oder währenddessen schon. Ich glaube, das ist einfach, weil man sich so konzentrieren muss und so. Und deshalb, ja, kommt mir der sehr gelegen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen raus und genießen noch ein bisschen die Sonne.
Und dann gibt es auch bald Abendessen. Hallihallo, da ist das Abendessen. Der Markus hat uns Essen gemacht und es gibt Spaghetti mit Tomaten, Auberginen. Was ist da noch drin? Olivensoße. Also so eine leckere, selbstgemachte Tomatensoße mit Zwiebeln und Oliven und gebratene Aubergine ist noch drin. Kapern, genau. Obendrauf Parmesan. Ach was, seht ihr ja. Und dazu gibt es einen leckeren Salat. Wie jeden Tag gibt es natürlich auch jetzt wieder Salat bei uns mit dazu. Mit Paprika, geraspelter Karotte und Dressing ist Essig, Öl, einfach Olivenöl. Und ein bisschen Balsamico-Essig, ein bisschen heller Balsamico-Essig. Genau, das ist jetzt hier unser leckeres Abendessen. Ich habe schon so Hunger, ich freue mich schon so drauf. Ich esse jetzt zum Nachtisch noch ein paar getrocknete Cranberries. Was sind die hier? Und ja, kleiner Tipp, am besten immer Nachtisch essen und nicht so viel zwischendurch snacken. Ist einfach besser, lässt sich leichter verdauen und für den Blutzuckerspiegel ist auch besser. Also wenn ihr irgendwie was Süßes auch esst, also auch jetzt hier nicht Cranberries, sondern Schokolade oder irgendwie was, ist immer besser, das direkt nach dem Essen zu essen, als dauernd zwischendurch so ein bisschen zu snacken. Und da muss man da auch nicht drauf verzichten. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wollte euch gerade mal mit meinem Wasserkefir updaten. So sieht der jetzt aus. Seht ihr das da? Da ist nämlich so diese getrocknete Feige noch drin und der macht jetzt schon, oh ja, da sieht man es, Kohlensäure. Quasi. Und ich habe es euch ja schon gesagt, ja, das ist einfach so ein probiotisches Getränk, also gut für die Darmflora. Und ich habe schon mal ein bisschen probiert. Es schmeckt auch sehr, sehr lecker. Also mir schmeckt es gut. Man muss natürlich schon dieses leicht fermentierte so mögen. Also wisst ihr, so wie bei Sauerkraut. Das schmeckt jetzt nicht salzig und sauer wie Sauerkraut, aber es ist ja so ein leicht fermentierter Geschmack. Also wenn man das nicht mag, dann wird es schwierig. Ich gucke mal, wo man diese Kristalle, ich glaube, man kann sich die auch bei Amazon bestellen. Dann verlinke ich die euch mal unten in der Infobox, wenn euch das vielleicht interessiert und vielleicht wollt ihr euch auch sowas ansetzen. Also das ist auf jeden Fall ganz gut. Gerade wenn ihr irgendwie ein Antibiotikum eingenommen habt, kann das auf jeden Fall der Darmflora ganz gut helfen. Ja, und ich lasse den jetzt heute noch stehen und werde dann morgen anfangen, den zu trinken. Also 3 Tage, dass wir volle 3 Tage haben, dass der eben diesen ganzen Zucker, weil da kommt Zucker rein, weil der Pilz quasi den Zucker isst und dann trinkst du den gar nicht mehr mit. Also der absorbiert den dann. Und ja, so lange warte ich jetzt noch. Genau, bis der das quasi alles aufgegessen hat. Meine Lieben, ich werde jetzt gleich ein HIIT-Training machen, ein Homeworkout, weil ich jetzt dann nachher zum Zahnarzt muss und keine Zeit mehr habe, noch ins Fitnessstudio zu gehen. Deshalb gibt es ein Homeworkout. Zum Frühstück auch nichts Spannendes. Wieder Abo-Brot. Und ich habe mir gedacht, ich werde das Food Diary jetzt hier mal beenden. Es ist jetzt heute keine XXL-Länge, aber ich dachte mir, ich würde es jetzt einfach heute gern für euch online schicken und dann fangen wir einfach das nächste an. Das nächste Food Diary kommt bestimmt, das wisst ihr ja. Ja, und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen was mitgeben konnte, so zum Thema intuitiv essen. Vielleicht habt ihr ja das Video mit den Basic Tipps noch nicht gesehen, dann werde ich das gerne mal für euch auf jeden Fall hier auch verlinken. Ja, und nach wie vor, wenn ihr Fragen habt, dann kann ich da gerne drauf eingehen. Ich weiß, viele haben nach dem Thema Langeweile, Fressattacken, emotional im Essen gefragt. Da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Auch das kann ich euch gerne mal verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Und ja, wenn da Bedarf da ist, können wir da natürlich auch noch ein neues Video dazu machen. Und dann können wir da nochmal genauer drauf eingehen. Also schreibt mir gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Und vielen Dank an alle, die immer so fleißig kommentieren. Das muss ich wirklich mal sagen. Das ist Wahnsinn, dass sich so viele Leute immer die Zeit nehmen, so liebe Kommentare dazu lassen. Da freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Ja, und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch nicht hier auf Abonnieren gedrückt habt, dann tut das doch gerne. Da freue ich mich und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!